Hallo und herzlich willkommen, ihr Modellbauer, Miniaturfreunde und vor allem Kinoplus-Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir befinden uns heute hier im Hamburger Miniatur Wunderland anlässlich des Starts von Wunderland, einer Dokumentation oder eines Porträts eben über das Wunderland und über die Gründer. Und über die Gründer. Ja. Und deswegen treffen wir uns heute hier mit einem der Gründer, mit Frederik Braun, um ein bisschen über die Doku zu reden, über das Wunderland zu reden und auch über ihn zu reden, denn das ist auch ein großes Thema in der Dokumentation. Aber das ist nicht das Einzige, weswegen ich hier bin. Ja, du weißt noch nicht genau, was dich danach erwartet, aber ich habe mir eine Challenge überlegt, der sich Daniel stellen muss im Anschluss an das Interview. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Angst. Aber gut. Brauchst keine Angst haben, das wird gut. Gut. Bis gleich. Viel Spaß. So, wir sitzen jetzt in einer der zahlreichen Werkstätten des Miniaturwunderlands und ich habe die seltene Ehre, den Frederik Braun interviewen zu dürfen, einen der beiden Gründer des Miniaturwunderlands, beziehungsweise, wenn ich das anhand der Doku Wunderland jetzt richtig verstanden habe, der Mann, der die Idee hatte, die Initialzündung, und der dann so clever war, alles auf seinen Bruder abzuwälzen. Ja, ja, so ungefähr. So läuft es meistens. Ihr macht ja sehr viel in sozialen Medien, im Internet. Ihr habt euren eigenen YouTube-Kanal, der sehr erfolgreich ist und wo man euch, sag ich mal, in kleinsten Details wirklich hautnah erleben kann. Warum dann jetzt die Doku? Also für wen ist die Doku gedacht? Das ist eine ganz spannende Frage, weil es gab viele Kinoanfragen, also in letzter Zeit schon vermehrt. Und das war immer so die 138.000. Doku. Jeder hat irgendwas im Fernsehen schon gesehen. Teilweise ist das ja weltweit in den Primetime-Sendern gelaufen und so. Und das hat uns nie gekitzelt. Und dann kam Benno mit seinem Team. Der hat auch die Michael Schumacher-Doku gemacht und hat eine ganz andere Vorstellung gehabt, was er für einen Film machen möchte. Sehr viel menschlicher, sehr emotional, viel über die Geschichte von Gerrit und mir, wo es eigentlich herkommt, wo unser Antrieb herkommt, warum wir so erfolgreich geworden sind, wie schwer es am Anfang war. Und die Art und Weise, wie er uns das erklärt hat, hat uns gesagt, das ist anders. Das wäre wirklich etwas, da könnten wir, wenn es so wird, wie er es uns erklärt, wir haben ja Bilder in unserem Kopf gehabt, da könnten wir stolz drauf sein. Das wäre spannend, sich dann selbst im Kino zu sehen. Das wäre dann so ein Seelenstriptease und so. Und ja, da hatten wir Bock drauf. Und waren dann auch wirklich nervös, so, weil er hat dann gefilmt und gefilmt und gefilmt. 2 Jahre lang wurde hier teilweise nächtelang gefilmt. Und dann hieß es, jetzt schneiden wir und jetzt halten wir euch nicht mehr auf dem Laufenden. Wir machen das heimlich. Okay. Und wir lassen euch nicht daran teilhaben, was wir da schneiden, weil wir wollen es auf unsere Art und Weise machen. Wir wollen nicht, dass ihr euch da einmischt. Wir wollen auch nicht, dass ihr irgendwie noch sagt, das könnt ihr doch mal noch so und so machen. Wir wollen unser Ding durchziehen. Und das war aufregend. Nee, es war vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen Ego. Ja. Das war, und er hatte auch nicht das Gefühl, dass er jetzt dem Wunderland irgendwie noch Gäste schenken muss. Er hatte Bock auf eine mega gute andere Story. Das heißt, bei ihm ist es auch wahrscheinlich so ein bisschen, also ihm ist Benno Seikel, das ist das B14-Filmteam, das steckt nicht nur er hinter, sondern ein ganzes Team. Aber ich glaube, bei Benno, der den Antrieb zu dem Film hatte, war es ganz klar auch so irgendwie so, es gab alles über das Wunderland, aber ich habe eine ganz andere Idee. Und ich glaube, dass es jetzt, wenn hoffentlich ganz viele Menschen ins Kino gehen, es schon darum geht, nicht, oh, ich habe das Wunderland noch nicht gesehen und jetzt kriege ich mal einen Eindruck, wie das denn sein könnte, sondern ich glaube, ihr werdet beseelt aus dem Kino gehen. Es ist was ganz anderes. Das ist eine, ich sag's mal, massentaugliche Geschichte. Wir sind nicht ganz in unserer Kindheit einfach durchs Leben gegangen. Es war komplex, schwierig und jetzt sitzen wir hier und haben eine der erfolgreichsten Ausstellungen der Welt. Das ist dieses Märchen, was er da drin gesehen hat, was er dargestellt hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich aufgegangen. Ich würde ja jetzt nichts anderes sagen, aber es ist aus meiner Sicht wirklich aufgegangen. Ich wurde ja überrascht und ich saß dann mit Gerrit letztes Jahr im August in einem riesen Kinosaal hier in Hamburg. Alleine, also mein Gerrit und mein anderer Bruder, und hinter uns saß das Produktionsteam und die waren ganz nervös, wie finden die das jetzt? Und ich hatte keine richtige Erwartung, was wird es jetzt? Wird es doch vielleicht eher Doku? Und es gab ungefähr 10 Stellen, wo mir wirklich die Tränen runterliefen, weil es anders war. Es war sehr, 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 sehr emotional. Wir sind so als kleine Figürchen dargestellt, auch teilweise, und animiert worden. Und so die Körperhaltung, die Art und Weise, wie wir da durchlaufen, als Kinder, hat mich in meine Kindheit zurückgebeamt. Sogar aus einem anderen Blickwinkel teilweise, als ich es bis jetzt sozusagen glorifiziert hatte, was gar nicht zu glorifizieren war. Und ich glaube, das berührt jeden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, ist also nicht was für Wunderland-Fans, die auch, weil es geniale Bilder gibt aus dem Wunderland. Es ist eigentlich massentauglich. Das heißt aber, die Idee mit den kleinen Miniaturfiguren, die
euch darstellen sollen, die Kinder, die durch diese Wunderwelt oder durch dieses Wunderland laufen. Das kam auch gar nicht von euch. Nee. Das war nicht mal irgendwie kommt so eine Initialzündung von euch. Das hatte er aber von Anfang an als Vorstellung. Und das Team hat gesagt, dass sie damit sozusagen diese Kindheit wieder zum Leben erwecken wollen, wo ja diese Wurzel drinsteckt, diese Kraft drinsteckt, dass wir immer dieses Problem haben, dass wir andauernd Lob brauchen und nach 48 Stunden ist das Lob schon wieder verflogen und man braucht es neu, wie eine Droge. Das sieht man, das kommt da sehr, sehr gut rüber. Und da haben sie uns auch gar nicht dran teilhaben lassen. Sie haben auch nicht uns so als Vorbild genommen, sondern sie haben tatsächlich zwei Jungs ein Wochenende im Studio gehabt, die verschiedene Bewegungen machen sollten. Unsere Kinder-Double sozusagen, und die habe ich jetzt auch erst gerade kennengelernt und so. Es ist wirklich für mich ganz verrückt gewesen, nichts zu wissen und dann da reinzugehen. Und als ihr das jetzt zum ersten Mal gesehen habt, gab es trotzdem Änderungswünsche oder wart ihr komplett einwandfrei zufrieden mit der Dokumentation oder mit dem Porträt, sage ich jetzt mal? Also grundsätzlich, ich habe bestimmt 2.000, 3.000 Interviews gehabt und manchmal kriege ich die auch dann hinterher zum Anschauen und dann hat man mal Gedanken im Kopf, ich ändere nie was. Nee, das ist ja die Sichtweise des Menschen, der es gemacht hat, und das ist auch in der Regel gut so. Und das war bei dem Film auch so. Das war für mich, ich sage es ganz für mich ist es ein Meisterwerk. Es gab nur eine einzige Kleinigkeit, die hat mich total gewurmt, auch für mein Team so. Ne? Wir arbeiten in diesem Film, kommt das richtig gut rüber, im Moment mit Südamerika, mit einer südamerikanischen Familie zusammen. Martinez. Die Familie Martinez ist genauso verrückt wie wir und die habe ich kennengelernt durch Zufall in New York. Diese Begegnung ist auch wirklich toll im Film dargestellt, finde ich, und ist auch emotional so ein Highlight, diese Verbindung. Und wir haben zusammen Rio de Janeiro gebaut, wirklich zusammen. Nur durch den Lockdown wurden wir getrennt. Es war während der Corona-Zeit, dass wir ganz schnell unsere Leute aus Südamerika zurückholen mussten. Und dann haben wir am Ende hier die letzten 3 Monate das wunderschöne Rio de Janeiro ausgeschmückt, haben den Karneval komplett selbst gebaut und das kommt nicht rüber. Ich war eigentlich eher erfreut darüber zu sehen, okay, man sieht, die bauen, sie sind mal auseinander, sie haben Schwierigkeiten, eine Koordination zu finden, sie sind ein bisschen entspannter als die Deutschen. Und ich dachte immer, wir sind hier entspannt. Ja. Also, das ist Entspanntheit pur in Südamerika, das ist Wahnsinn. Und dann aber halt, sag ich mal, gerade diesen Karneval nochmal entfaltet zu sehen, das fand ich eigentlich insofern besser, weil man halt dann vorher durch das Making-of so gesehen nicht schon alles vorweggenommen hat. Okay, super, perfekt, das freut mich total, weil das ist ja auch ganz wichtig für mein Team, ne? Die haben ja komplett, also ich muss sagen, ich fand, also gerade den Karneval war schön, den nochmal einzeln abgesetzt zu sehen, weil man da auch gesehen hat, wie viele kleine Details drin sind. Und den haben wir tatsächlich komplett hier gebaut, weil wir es sonst alles zusammen nicht mehr geschafft hätten. Ja. Das ist, also die Familie ist nicht so groß wie unsere Familie hier und das wurde schon am Ende eng und wir haben dann irgendwann ja auch mal gesagt, wir müssen das jetzt mal fertig kriegen, haben uns einen Termin gesetzt und dann haben wir irgendwann entschieden, okay, Karneval machen wir komplett hier, war ja wie gesagt in der Lockdown-Zeit, war echt schwierig. Und ja, das ist, finde ich, für einen deutsch gebauten Rio de Janeiro Karneval ist das tatsächlich wirklich gut geworden, auch sehr emotional, passend, finde ich, zu Südamerika geworden. Und auch nur deswegen, weil dieser Einfluss halt von beiden Seiten die ganze Zeit da war. Und das kommt, finde ich, auch echt gut im Film rüber. Aber ich fand auch schon das Modell in New York. Sind, ne? Das Modell in New York fand ich auch schon geil. Ja, einfach anders als der Rest da. Also wir spoilern jetzt hier ein bisschen. Ne? Aber ja, dann habe ich mich trotzdem gefragt, mit der Familie Martinez, das ist das erste Mal, dass überhaupt so ein Projekt stattgefunden hat, weil ich habe mich gefragt, warum wird jetzt der Fokus doch schon etwas stärker auf diese Familie gelegt? Ich meine, klar, die sind aus Südamerika, die kriegen wahrscheinlich nicht mal die Bühne, die ihr jetzt schon habt, so. Aber ihr habt bestimmt noch genug andere Menschen hier, die man hätte genauso gut beleuchten können. Das kann ich dir gar nicht zu 100% erklären. Und ich glaube, das war auch von dem Filmteam am Anfang nicht so gesetzt. Das entstand, glaube ich, on the fly, weil das so emotionale Zusammenkünfte waren und die auch so emotional und dankbar sind, das ist, also demütig dankbar sind. Und das kam vor der Kamera, wenn die das gefilmt haben, glaube ich, so gut rüber, dass die ganz schnell gemerkt haben, das passt sehr, sehr gut in diesen Film, wenn wir ihn tatsächlich nicht nur für Modellbaufreaks machen wollen. Naja gut, ihr seid ja zu sehen, wie ihr bei der Familie Martinez in Südamerika seid. Habt ihr das extra aufgenommen oder war das wirklich während der eigentlichen Reise? Also war das der wirklich erste Besuch bei denen, den sie gefilmt haben? Also es kommen aus verschiedenen, wir waren tatsächlich, das Filmteam war noch nicht bei unserem allerersten Besuch dabei, da sind es Aufnahmen von uns und beim zweiten Besuch waren sie dabei, beim dritten da waren sie dabei, beim vierten waren sie dabei, aber diese Begegnung, diese allererste Begegnung war tatsächlich von uns, für uns gefilmt, für unseren Social Media Kanal
Und dann sind sie tatsächlich einmal wirklich mit gutem Equipment, super Equipment beim zweiten Mal mitgekommen. Das sieht man auch daran, ich habe meine Haare mal verändert. Ich habe tatsächlich als Zwilling, ganz böse, als einiger Zwilling, Gerrit hat sich so gelassen, hat gesagt, er würde älter werden. Ich habe mir meine Haare mal verändert. Und das sieht man so böse im Film. Ne? Am Anfang noch hier vorne alles weg. Und dann plötzlich, wer ist das denn? Ne? Ja, ihr geht wirklich all in Sachen Persönlichkeit. Also du offenbarst auch eine Menge Schwachstellen von dir. Und gleichzeitig thematisiert ihr auch eure Kindheit, die ihr als nicht einfach beschreibt. Blickst du manchmal zurück und versuchst mal so ein bisschen die Zusammenhänge zusammenzusetzen, so von wegen, was wäre gewesen, wenn meine Eltern sich vielleicht nicht so verhalten hätten, wäre dann vielleicht dieses Wunderland überhaupt möglich gewesen? Wenn meine Eltern ein konservatives Leben geführt hätten, würde ich hier heute nicht sitzen. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Das ist alles in der Wurzel dort zu finden, dass ich anders getickt habe, dass ich nicht, ich habe irgendwann mal versucht, tatsächlich mal so eine kaufmännische Ausbildung zu machen und so. Die habe ich auch abgeschlossen, aber ich habe da gelitten. Das war, war einfach nicht möglich. Und das liegt ganz sicher daran, dass ich mit Gerrit immer ein Spielkompagnon hatte. Wir hatten uns immer, wir hatten auch nur uns und haben dann irgendwann, ja, das genutzt und haben gespielt, was das Zeug hält, mit dem, was da war, haben kreativ gespielt, haben gebastelt, was das Zeug hält und ja, daraus ist was entstanden. Das war nicht mehr einzufangen. Das war nicht mehr irgendwie in Bahnen zu lenken, dass man das vergessen möchte und lieber ein normales Leben führt. Ich wollte immer spielen. Bevor du dich dann mit dem Wunderland, sag ich mal, verwirklicht hast oder bevor du dann wirklich diesen Spieltrieb ausleben konntest, hast du dich dann entschieden, einen Club zu leiten? Ja. Ja. Warum? Ist auch Spielwiese. Ist Spielwiese? Ja. Tanzen ist Freizeit, Musik ist Freizeit. Ich habe als DJ gearbeitet, habe zu Hause gemixt, was das Zeug hält. Und du hast Musik gespielt? Wenn man mit anderen Menschen mitspielen lässt, dann jeder spielt gerne. Weil das Ding ist, ich habe dann gesehen, ihr seid die Gründer von EDM Records. Ja, also mit vielen anderen. Wir waren zu fünft, ne? Zu fünft, aber ich sag mal, wie groß war dein Anteil bei EDM Records? Wir waren 5 gleichberechtigte Jungs. Und du hast Musik auch beigesteuert? Ich habe nicht Musik gemacht, nee. Ich habe sie mit ausgesucht. Also ich hatte immer das Bedürfnis, mir viel anzuhören, hatte ich richtig Bock drauf. Und ich habe so ein Kommerz-Gen. Und wir waren ja eher so ein Techno-Trance-Underground-Label. Und wenn meine Kompagnons dann wieder, das finde ich richtig gut. Oh, Freddy, du mit deinem Kommerz-Kack. Nein. Das ist Techno, das ist cool. Das kannst du bei uns im Club spielen, aber das funktioniert auch. Und das war meistens ein ganz guter Hinweis. Naja, ich meine, wie gesagt, mit mindestens 2 von euren DJs habe ich auch schon zusammen aufgelegt. Echt? Ja, mit Gollum habe ich sehr viel. Mit Gollum habe ich sehr viel im Tunnel aufgelegt. Ja, verrückt. Und mit Gary Dee habe ich dann auch ein paar Mal aufgelegt. Lebt ja leider nicht mehr. Ja, arme Kerl. Gerald war echt ein netter Kerl so eigentlich. Absolut. Aber das hat immer gesagt, was er denkt. Immer. Total. War manchmal anstrengend, aber gut. War ehrlich. Aber das scheint ihr dann auch wieder hier, sag ich mal, zusammengesammelt zu haben, oder? Also wenn man sich die, sag ich mal, Leute anschaut, mit denen ihr quasi das hier aufgebaut habt, das waren doch auch eher Unikate dann so gesehen, oder? Also es waren sehr viele Unikate. Wir haben am Anfang ganz viel Glück gehabt, dass, also einige Unikate sind auch schon da, einige sind schon im Ruhestand, wie zum Beispiel Gaston, vermissen wir ganz doll. Aber wir haben auch welche aus dem Wunderland mitgenommen. Aus dem Voila mitgenommen. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Also Bobby, der sitzt sonst da, der ist der Dekorateur bei uns in der Disco gewesen. Der hat baut immer noch die witzigsten Szenen. Der scheißt die Ideen. Absolut Wahnsinn. Wir haben unseren Lightjockey mitgenommen, wir haben unseren Parkplatzwächter mitgenommen. Wir haben ganz viele Leute mitgenommen, die hier heute, 2 aus der Bar, die hier arbeiten. Unsere Glücksministerin kommt noch ursprünglich aus der Bar vom Voila. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl, wenn du mit diesen Menschen so lange schon zusammenarbeitest und immer noch irgendwie ein gutes Verhältnis hast, dann ist das genial. Bobby. Klar. Gerade von dir erzählt. Ich habe gerade von dir erzählt, dass du bei der Dekorateur in unserer Disco warst. Sorry. Bist du denn auch noch jemand, der sich hinsetzt und irgendwie was bastelt, irgendwie was Kleines sich denkt und irgendwie vielleicht auch mal im Kleinen einfach zu Hause bei sich denkt, aber warte mal, ich habe hier eine Idee, die würde ich gerne mal irgendwie zumindest mal im Ansatz versuchen zu plastilieren oder zu erbauen, damit sie dann irgendwann mal Einzug ins Wunderland findet? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Also ehrlich gesagt war ich es auch noch nie so richtig. Gerrit war immer echt der Künstler und der vor allem technische Genie. Und wenn wir eine Idee hatten, auch in der Kindheit, hat er meistens die komplizierteren Sachen gebaut. Und ich war der Dirigent so ein bisschen eher. Und hier im Wunderland sind gerade nicht so viele da, würden die wahrscheinlich sagen, Freddy, lass die Finger davon.
Nee, es ist tatsächlich so, dass ich es auch gar nicht mehr könnte. Es ist vom Zeitmanagement her nicht mehr, ich bin nicht mehr in der Lage. Ich habe 5 Kinder, ich habe eine tolle Familie, ich möchte auch meine Kinder groß werden sehen. Deswegen bleiben so 50, 55 Arbeitsstunden in der Woche übrig, die ich auch gar nicht als Arbeit sehe. Aber in der Zeit komme ich überhaupt nicht mehr dazu. Wir haben über 400 Leute und ich bin ja der administrative Chef, Gerrit eher so der Technikchef. Keine Chance. Jetzt habt ihr natürlich in der Doku bekannt gegeben, wie viel das hier alles mal gekostet hat, beziehungsweise wie viel es insgesamt kostet. Wie ist das Startkapital entstanden? Das habe ich leider anhand der Doku nicht so ganz verstanden, weil das hat mich tatsächlich brennend interessiert. Weil du sagst, okay, anhand des Aufwands, anhand der Größe, anhand der Dimension, die das irgendwann mal angenommen hat, war das Voila, also das Nachtleben, nicht mehr möglich so. Ja? Nee. Also das kann man nicht einfach in Doppelschicht irgendwie machen. So. Wurde das durch euren Ausstieg aus dem Voila und dem Label quasi mitfinanziert? Also das war tatsächlich eine spannende Zeit. Ich wollte kein Nachtleben mehr. Das fand ich zu oberflächlich. Ich wollte unbedingt was Neues machen, hatte dann diese Idee. Und Gerrit war noch voll im Nachtleben drin und musste erstmal überzeugt werden. Und dann sollte ich ausrechnen, was kostet denn das? Und kam so auf 2 Millionen Mark. Wir wollten so einen kleinen Abschnitt zuerst bauen, dann wollten wir eröffnen und dann die Einnahmen immer nehmen, um daraus dann weiterzubauen mit den Einnahmen. Das hat auch toll, toll, toll bis heute ja so geklappt. Aber diese 2 Millionen hatten wir nicht. Also sind wir zur Bank gegangen. Und die Bank fragte erstmal einen Businessplan. Und ich habe keinen Businessplan, hat mir aber 2 Stunden zugehört. Und der war so Feuer und Flamme, dass er dann richtig in der Haspa bei uns gekämpft hat, weil der Abteilungsleiter hat abgelehnt. Ja, klar. Und dann hat er gesagt, nee, das ist so gut. Und ist er, ich glaube, fast zur Vorstandsebene gegangen und die fanden das toll. Und das war ein Wahnsinnsglück, war das. Ein Wahnsinnsglück. Hätte der nicht die Eier in der Hose gehabt, dass er seinen Abteilungsleiter übersprungen wäre. Und dann haben die für das, was wir an Sicherheiten hatten, und das ist ja in dem Sinne das, was wir so aus der Diskothek verdient haben und auch aus dem Label uns beiseite gelegt haben, war nicht extrem viel. Es war aber okay. Aber es hätte niemals ausgereicht, normalerweise 2 Millionen zu kriegen. Und deswegen haben wir echt wahnsinnig Glück gehabt, dass die alle so ins Risiko gegangen sind für uns. Du hast von diesem Magnetsystem erzählt, mit dem ihr eure Autos über diese Bahnen, sag ich mal, steuert oder fahren lassen könnt. Bei Zügen, bei Modelleisenbahnen ist mir das vollkommen klar. Mit diesen Autos, das habe ich jetzt so zum ersten Mal durch euer Miniaturwunderland erlebt. Habt ihr euch diese Idee patentieren lassen oder war das irgendwas, was man vorher schon hatte und das man einfach nur neu angewandt hat? Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir hätten hier im Wunderland bestimmt 20, 30 Patente uns hätten schützen lassen können, haben wir aber gar kein Interesse dran. Uns ist es egal, ob man uns kopiert oder nicht. Die Menschen wissen meistens, dass es einzigartig im Wunderland ist. Und was sollen wir mit so einem Patent anfangen? Sollen wir andere stoppen, dass sie es nicht machen können? Interessiert uns nicht. Wollen wir Geld verdienen? Brauchen wir nicht. Wir sind sehr froh hier. Und wenn wir Patente machen würden, dann müssten wir sie im stillen Kämmerlein machen. Das heißt, wir müssen es ganz geheim machen, wir müssen es fertig machen, wir müssen es dokumentieren, dann einreichen. Und wenn dann irgendwann das Go da ist, ist es ein Patent, dann dürften wir es erst veröffentlichen. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir lieben das total, dass wir das den Menschen zeigen, was wir machen. Gerrit mit seinem Gerrits Tagebuch ist so erfolgreich. Das lieben ganz viele Kinder, lieben das. Könntest du gar nicht erwarten, dass ein Update kommt. Und dann könnt ihr das nicht mehr erzählen, das wäre langweilig. Aber jetzt habt ihr natürlich ein strenges Reglement, was es hier angeht. Ihr sagt, ihr wollt gar nicht expandieren, ihr wollt es eigentlich hier, ihr wollt euch darauf konzentrieren, das hier und so weiter zu machen. Nehmen wir mal an, jetzt käme vielleicht noch so eine andere Familie wie die Familie Martinez und sagt, ey, können wir das irgendwie eine Zweigstelle machen oder sonst irgendwas? Würdet ihr das machen? Niemals. Niemals? Nee. Anfragen gab es bestimmt um die 1000. Kann man auch ein Wunderland bauen? Oder es gibt so verschiedene Arten. Ich möchte ein Wunderland bauen, könnt ihr mir helfen? Ich möchte, dass wir ein Wunderland hier in der Stadt haben, könnt ihr das bauen? Oder ich möchte, dass ihr ein Wunderland bekommt. Ich habe ein Geld ohne Ende und ich kaufe die ganzen Leute auf der Welt ein, die das für mich bauen können. Ich brauche euer Know-how und euren Namen. Das ist alles rein nicht interessant für uns. Also aus Abu Dhabi kam eine Anfrage, das kannst du gar nicht zählen, so viele Nullen waren da dran. Ne? Und wir sind so glücklich hier. Wir haben so viele Länder noch zu bauen. Wir brauchen ja 2, 3 Jahre für einen Bauabschnitt inzwischen, weil wir so perfekt bauen. Der Regenwald wird gigantisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da müsste ich mir einen Anzug anziehen und irgendwo in der Welt rumfliegen und so. Ich bin gerne abends einfach in meinem Auto, fahre zu meiner Familie und verbringe die Zeit bei meiner Familie im Wunderland. Damit habe ich alles, was ich brauche. Wie sieht es mit Nachwuchs aus? Also gibt es genug junge Modellbauer, die, sage ich mal, selbst wenn ihr irgendwann nicht mehr da sein solltet, das Ganze hier adäquat vorführen können? Also wir hier vom Wunderland machen uns da keine Sorgen, dass es immer Menschen gibt, die Lust haben zu basteln. Also was heißt das ja echt nicht mehr basteln? Das ist ja schon wirklich kreative und sehr genaue Arbeit. Ich mache mir eher um die Branche ein bisschen Sorgen. Ja. Die Modellbaubranche mache ich mir echt Sorgen, dass da der Nachwuchs einfach schnelllebiger ist, digitaler ist, technisch will
nur noch 20 Minuten Bock hat auf irgendwas, dann muss das nächste Thema kommen und so. Ein Modellbau ist wirklich, da sitzt du lange dran und hast auch Bock drauf, eine Nacht durchzumachen und so. Aber hier Leute zu begeistern, hier zu arbeiten, sich selbst zu verwirklichen, Berg zu bauen oder so, mache ich mir keine Sorgen. Ja. Und was ist eins noch der großen, sag ich mal, Träume, eins der großen Modellträume, die hier noch im Wunderland Einzug finden sollen? Also ich träume von dem Regenwald schon lange. Das ist was ganz Besonderes. Das heißt, da wird ein persönlicher Traum von mir verwirklicht. Und ein Traum aus dem Team hört man immer mal öfter, mal irgendeine ferne Galaxie zu bauen, wo man sich nicht an Vorgaben halten muss. Wo man selbst entscheiden darf, wie es aussieht. Wo man nicht hört irgendwie von einem Gast hinterher, das ist unrealistisch. Weil du kannst einfach sagen, das ist eine ferne Galaxie. Da ist alles so, wie ich es mir ausgedacht habe. Friedrich? Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, hat mich sehr gemacht. Gefreut. Ab dem 7.3. im Kino Wunderland. Wie gesagt, falls ihr noch nie einen Einblick ins Wunderland bekommen habt, damit ist es auf jeden Fall schon mal echt ein guter Start. Aber wie gesagt, es war auch schön zu sehen, dass da eine Menge Menschen dahinter sind, die mit Leib und Seele und mit Herz vor allem das Ganze verfolgen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Danke. Dank. Dankeschön. Tschüss. Wir sind natürlich anlässlich von dem Film von Miniatur Wunderland hier im Miniaturwunderland. Aber Daniel, wusstest du, dass hier auch andere Filme zu finden sind? Ich wusste, dass Rocket Beans hier in irgendeiner Form zu finden sind. Ja. Aber so von Filmen, ich sag mal so, natürlich gibt es gewisse Länder, in denen schon Filme gedreht worden sind, deren Sehenswürdigkeiten man da prominent präsentiert hat. Ja. Aber ich glaube, das meinst du nicht ganz. Hier sind ganz bestimmte Filmszenen zu finden und 15 Stück davon 15? Musst du jetzt suchen. Ach, scheiße. Ja. 15. Guck mal, ich habe die hier aufgelistet. Vier Fäuste gegen Rio. Da fangen wir gleich mit an, weil Rio ist ja, ja die neue Attraktion, die man auch im Film gesehen hat. Und ich habe sie noch nicht gesehen. Ich will sie jetzt endlich mal sehen. Und dann soll ich direkt noch vier Fäuste gegen Rio. Ja. Ich hoffe, das ist die Kneipe, in der sie da die richtige Schlägerei haben. Mal gucken. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal Rio an, ne? Ja. Das soll Rio sein. Dann habe ich mir viel größer vorgestellt. Du sagst mir, hier ist ein Set aus Vier Fäuste gegen Rio verbaut, ja? Ja. Mhm. Okay. Also ich lasse dich erstmal ein bisschen suchen, ja, und dann gebe ich dir auch vielleicht noch mal einen Tipp. Ja, okay. Also ich meine, ich könnte jetzt sagen, ne? Du hast gesagt James Bond. Ja. Ich weiß, da wurde James Bond Moonraker gedreht. Ja, das ist aber nicht die Szene, die ich haben möchte. Okay. Aber ich sag mal, du bist hier in dem Bereich, so, ich sag mal, so Strand generell ist vielleicht gar nicht so falsch. Okay, okay. Ey, ich bin kurzsichtig, ne? Also ich meine, ich habe scheiß Augen. Man muss jetzt hier so einen kleinen... Ich meine, ich weiß, die stehen irgendwann mal vor diesem Karnevalsmädel, das, glaube ich, mit den Hintern irgendwie die Richtung anzeigt. Aber das, glaube ich, haben ja sie nicht. Hier steht ein dicker Mann, der was isst. Nee, der ist es nicht. Okay. Ah, warte mal. Ist das hier? Der Rolls-Royce, mit dem sie durch die Gegend fahren? Ja, ich würde sagen, du hast das erste gefunden. Hammer, ey, so ein Detail. Das rafft doch kein Mensch. Aber boah, das ist echt krass. Also das ist wirklich sehr versteckt. Ey, und das Set, ne? Ich habe ja, wir haben das ja in der Dokumentation gesehen, wie das entstanden ist und so weiter. Das ist schon der Hammer. Ich finde die Häuser alle richtig, richtig krass, ja. Also nochmal ganz großen Respekt und Props an Familie Martinez, die das gebaut hat. Zusammen mit den Leuten hier aus dem Miniaturwunderland. Das ist Bombe. Was vermutest du denn hier? Welche Szene? Ich vermute hier gar nichts. Ich wollte mir einfach nur mal diesen Karneval anschauen, ja, den man im Film auch mal gesehen hat, aber halt immer nur so in ganz kleinen und Nahaufnahmen. Und ich wollte es jetzt einmal mal hier in der kompletten Totalen sehen. Da liegt eine Leiche. Nee, der lebt noch. Der hat die Hände hinterm Kopf. Der wird gerade verhaftet. Okay. So, was machen wir als nächstes? Wir gehen jetzt mal ins andere Gebäude. Okay. Da sind die meisten. Auf dem Weg ins andere Gebäude findest du vielleicht auch was. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, was wir hier haben. Musst du mal gucken, was hier sein könnte. Hier fand ich cool, dass hier dieses Yin und Yang Zeichen im Wasser eingearbeitet ist. Ja, ach, das habe ich gar nicht gesehen. Die Fische, der Schwarm macht ein Yin und Yang Zeichen. Ist mir nicht aufgefallen, als ich hier vorhin war. Schau doch mal auf deine Karte, was hier sein könnte vielleicht. Castaway. Ach, ist das hier? Ist das Tom Hanks, oder was? Ja. Ah, und ich okay. glaube, er hat sogar Wilson dabei. Stimmt, er hat Wilson am Start. Nice. Aber hier auf der Brücke ist noch mindestens ein weiteres. New Kids haben wir hier. Ja, passt ja, ne? Das ist ja hier so eine Holland-Szene. Ja, stimmt, genau. Wir haben hier die Windmühlen, wir haben hier die Blumenfelder. So, hier findest du... Rom. Hier sind Geister unterwegs. Ghostbusters, oder was? Ja. Okay. Yeah.
es wäre ja eigentlich unsinnig, den Ecto hier zu platzieren, ohne ihn blau leuchten zu lassen, oder? Also der müsste ja eigentlich im Einsatz sein. Guck mal, da ist so ein Filmposter von dem Wunderland-Film. Krass. Ich find's mich ja nicht. Du bist schon dran vorbeigelaufen. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Ja, du bist schon dran vorbeigelaufen. Okay, aber ich war ja hier. Ja, wo warst du denn vorher? Ja, vorher war ich da. Ja. Ist der da hinten? Nee. Guck ich so dumm dran vorbei? Ja. Okay. Ist es so klein? Nee. Oh Gott. Oh, ey, und da ist noch der DeLorean, oder was? Ja, Mann, da ist Doc Brown. Wenn du noch andere Filmautos findest, kriegst du dafür extra Punkte. Welche Filmautos sind denn da alle versteckt? Also Zurück in die Zukunft, der DeLorean, Doc Brown, Blues Brothers Mobil aus Blues Brothers und der Aston Martin DB5 von James Bond. Da ist der, ne, der Tumbler von Batman. Die Super Mario Autos sind auch noch Stahl. Dann haben wir die Karre aus Hot Fuzz. Und was ist das hier? Das ist ein Bett. Wer ist noch mal in ein Bett gefahren? Es ist das Bettmobil. Natürlich. Das war jetzt mal mindestens. Habe ich dir 6 extra Punkte für aufgeschrieben. Okay, cool. Saugeil. Genau, gehen wir mal nach Venedig. Venedig. Was könnte denn Venedig sein? Bond. Gute Vermutung. Dann such ihn mal. Ich vermute, hier befindet sich das Haus aus Casino Royale, was irgendwann in der Lagune versinkt, nachdem James Bond da drin für ja, reichlich Chaos gesorgt hat. Ey, jetzt hast du den Trick raus, ne? Jetzt siehst du hier die Knöpfe. Ja. Das ist einmal gecheckt, wie es funktioniert. Da hinten wackelt auf jeden Fall ein Haus. Da ist es! Oder? Leider nicht. Nein? Nee. Oder ist Bond auf einem Boot? Er hier, oder? Nee. Warum ist da ein Auto im Wasser? Das ist eine gute Frage. Ah, hier, oder? Genau. Ja. Das ist Roger Moore. Das ist, glaube ich, Roger Moore in Dings. Cool. Ich meine, es müsste Moonraker sein, wo er mit der Gondel da durch die Gegend, also wo die Gondel sich verwandelt. Und seine Verfolger durchtrennen eine andere Gondola. Nicht schlecht. Ey, das musst du aber auch erstmal finden. Du hast es geschafft. Also, ich bin begeistert. Aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre die aus Casino Royale, das Haus, ja, was zusammenkracht. Ich meine, das passt natürlich mit dem Haus auch schon so ein bisschen. Ja. Als hätte ich es mir als Falle ausgedacht. Ja, ne? Ja, nice. Es gibt hier noch eins, Batman und Robin. Hier? Ja. In Venedig? Wo könnten die sich rumtreiben? Passt ja, ne? Im Dunkeln? Im Glockenturm? Fast. Sieht man sie jetzt im Dunkeln? Ich sehe sie jetzt gerade. Ich gucke sie jetzt gerade an. Fast. Also sie sind nicht auf dem Glockenturm? Nee. Du hast halt bessere Augen als ich. Ach, guck mal, aber da. Sie seilen sich da ab, oder? Ja. Gut. Never ending story. Ob du die im Dunkeln findest? Ey, wie soll man die denn hier finden? Das ist doch viel zu groß. Guck mal, ich geb dir den Tipp, es ist irgendwo auf dieser Seite. Also auf dieser Seite? Ja. Ich meine, wir reden jetzt hier von der unendlichen Geschichte, ja? Ja. Ich vermute den Drachen nur irgendwo, oder? Mann! Ah, ich habe ihn auch gefunden. Da kommt Fuchur aus dem Berg. Geil. So. Spiel mir das Lied vom Tod. Die legendäre Szene, in der der junge Mann die Mundharmonika in die Fresse bekommt, damit er quasi das berühmte Lied spielen soll. Also hier ist quasi der kleine Charles Bronson, der seinen Bruder auf den Schultern trägt. Aber hier, also das ist eigentlich auch nochmal eine Szene aus einem der Bud Spencer oder aus zwei der Bud Spencer und Terence Hill Filme, nämlich aus Die linke und die rechte Hand des Teufels. Und 4 Fäuste für ein Halleluja. Trinity heißt die Figur, die sich halt immer so von seinem Pferd quasi durch die Wüste ziehen lässt. Du hast jetzt Glück gehabt, dass genau jetzt das Licht angegangen ist. Sonst hätten wir das, glaube ich, nicht mehr gefunden, bevor wir hochgegangen wären. Ich habe noch einen weiteren Film. Ah, welchen hast du noch gefunden? Wir haben hier Der gezähmte Widerspenstige mit Adriano Celentano und Nella Muti. Er zieht sie irgendwann mal aus seinem Traktor aus dem Bett quasi, beziehungsweise das Bett aus dem Haus raus.
kriegst du leider aber keinen Punkt für. Ich muss ja irgendeine Auswahl treffen, Daniel. Das heißt, die Punkte, die gibt's auch wirklich nur für die Filme, die auf der Liste stehen. Na toll. So, wir gehen nach Hamburg. Wir sind in Hamburg. Ah, das schönste und am meisten Traurigkeit erzeugendste Stadion in Deutschland. Ich gebe dir einen extra Punkt, wenn du die Rocket Beans Litfaßsäule findest. Die ist ja auch hier? Die ist auch hier. Okay. Könnt ihr nochmal nachgucken, in Neue Deutsche Abendunterhaltung haben Andreas und Lars zusammen eine kleine Rocket Beans Litfaßsäule hier irgendwo platziert. Jetzt muss ich mich irgendwie so ein bisschen orientieren. Ich habe die Rocket Beans Litfaßsäule gefunden. Also indem du von hier aus hierher geblickt hast, ja? Ja. Ich sehe noch nicht mal eine Litfaßsäule, aber gut. Da! Seht ihr es? Geil, wir sind hier verewigt. Okay, warte mal, das müsste doch dann Mönckebergstraße sein. Nee, was ist denn das da, was da so rausragt? Das ist doch nicht der Michel. Doch, natürlich ist es der Michel. Das ist doch nicht der Michel, nee. Also wenn das die Innenstadt sein soll, dann ist das nicht der Michel. Und der Michel hat doch ein goldenes Ding, oder nicht? Das ist nicht der Michel, oder? Doch. Ja? Ja, aber das kommt doch vorne und hinten nicht hin. Ach, das Ziffernblatt ist golden. Ich bin gekommen. Das muss oberhalb, also links eigentlich davon sein. Dann gehen wir noch mal nach links gucken. Aber das ist doch auch noch Speicherstadt hier, oder sehe ich das falsch? Aber ich sehe hier ein Drehteam, dann würde ich sagen, hier sind wir bei Most Wanted Man, oder? Das da? Könnte das da hinten Philipp Simon Hoffmann sein? Du darfst dir das einmal abhaken auf deiner Karte. Okay. Und so wie ich es eben erfahren habe, waren sogar Teile der Crew hier, zumindest der Regisseur, und hat sich selbst hier reingesetzt. Ob Philipp Simon Hoffmann hier war, wissen wir nicht. Doch, ich meine, ich habe das gelesen. Ja, der war auch hier? Okay. Ja, geil. Umso cooler. Ja, finde ich auch. Richtig Möge cool. Er in Frieden ruhen. Ja. Wir drehen uns jetzt einfach mal um und gehen nach Las Vegas. Okay, ja. Okay. Hier in Las Vegas findest du 4 der gesuchten Filme. 4? 4 Stück sind hier versteckt. Oh Mann. Oh, es jetzt, wird dunkel. Es wird schon wieder dunkel, nein! Okay, ich habe King Kong gefunden. Wo ist er? Er steht da oben. Oder? Ja. So, ich habe King Kong zumindest schon mal gefunden. Neben noch 3 weiteren, die ich finden soll. Aber King Kong steht da oben auf dem Hochhausdach. Wo soll er auch sonst sein? Ne? Du hast ja gerade vermutet, dass Spider-Man dann auch nicht weit sein kann. Ja, Spider-Man müsste da auch sein. Hängt er da irgendwo an einem Haus? Ah, da, oder? Da. Da, ja. Auf dem blauen Dach steht Spider-Man. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Wally ist nicht allein, Eva ist mit dabei. Eva! Ist der so klein? Ja, aber du bist super nah dran gerade. Ah, ich hab sie. Da haben wir Eve und Wally. Das ist wirklich hart. Also hier aus diesem Bereich fehlt dir jetzt nur noch E.T. Aber das passt ja ganz gut. Also wir haben jetzt gerade Wally gefunden. Jetzt suchen wir noch E.T. Und danach hast du nur noch 2 andere Weltraumfilme über. Star Wars und Spaceballs. Ey, E.T. ist doch so mini klein. Wie soll ich den finden hier? Der ist sogar hier 2-mal zu finden. In dem Set? Ja. Also hier ist so eine Art abgestürzte Raumkapsel. Aber jetzt mal, was sollen diese kleinen grünen Männchen hier sein? Die spielen Basketball oder was? Ja. Also quasi so Aliens, die Basketball spielen, ne? Ja. Daniel, guck dir doch noch mal die basketballspielenden Aliens an. Ach, da steht er. Da. Alter, das ist ja wirklich ultra klein. Seht ihr ihn hier? Komm, wir suchen den anderen jetzt auch noch. Ja, schnell. Also Daniel, wenn du aufmerksam diesen Wunderland-Film geguckt hast, wegen dem wir hier sind, ja, dann wüsstest du ungefähr, wo dieser E.T. sein könnte. Ich habe noch was Neues gefunden. Hier sind die Ewoks. Und Chewie und C3PO, die befinden sich nämlich hier auf Endor.
Ja, aber ich muss dir leider sagen, das ist nicht die Star Wars Szene, die ich wollte, dass du sie findest. Warum wolltest du nicht, dass ich sie finde? Ich wollte, dass du sie findest, aber ich will, dass du noch eine andere Star Wars Szene findest. Aber ich denke, ich bin jetzt auf der Suche nach E.T. Ja, aber du hast ja gerade Star Wars gefunden. Ja. Dann such mal jetzt E.T. weiter und danach gehen wir noch an den Flughafen, wo du nochmal Star Wars finden musst. Die Szene war im Film zu sehen und die hat mich nämlich überhaupt erst auf die Idee gebracht, diese Schnitzeljagd zu machen. Okay. Jetzt wird's dunkel, es wird knapp. Okay, komm, ich glaube, ich habe mich bewiesen, oder? Ja, komm, dann zeige ich dir den E.T. Ja. Ich wusste doch, er liegt hier irgendwo im Fluss. Nee, der liegt nicht im Fluss. Schau mal. Wer Nein, da? Nein, sweet. Seht ihr es? Elliot und E.T. fliehen und schweben durch den Himmel. Nice. So, dann haben wir jetzt noch eine Station und ich glaube, ich soll jetzt noch einmal was zu Spaceballs finden und einmal was zu Star Wars. Ich bin gespannt. Ja, let's go. Daniel, die letzten zwei, die sind hier am Flughafen. Okay. Findest du die noch? Ich denke mal. Ey, das ist doch fies. Ich meine, guck mal, wie groß das ist. Also ich sag mal, Star Wars kannst du nicht übersehen. Okay, dann brauche ich ein Raumschiff, glaube ich. Ne? Da sehe ich den Millennium Falcon. Da liegst du richtig. Der hat gerade Boarding. Das heißt, die Leute steigen ein und wir können gleich mal da drüben auf die Anzeigetafel gucken. Dann fliegt der nämlich ab. Der Millennium Falcon? Der fliegt ab und zwar nach Jakku. Guck mal, hier oben ist die Anzeigetafel. Nice. Wo ist denn der Millennium Falcon? Jakku, da. 14.10 Uhr. Wir haben jetzt... Also wir haben hier, steht doch, 14.02 Uhr. Ja, dann hast du jetzt noch 8 Minuten, um Spaceballs zu finden. Spaceballs zu finden, Alter. Naja, was könnte denn an einem Flughafen aus Spaceballs zu finden sein? Eine Dose Perrier. Vielleicht. Naja, ein Raumschiff, oder? Dann such das mal. Mein Problem ist, ich bin halt wirklich kurzsichtig. Ich hab's gefunden. Das Wohnmobil aus Spaceballs. Richtig. Du hast alles gefunden, Daniel. Ich hab alles gefunden. Ja, geil. Ja. Geil. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wir haben noch 6 Minuten. Wir haben noch 6 Minuten, bis der Falcon abhebt. Okay. Das gucken wir uns noch an, oder? Ja. Das gucken wir uns. Da ist er. Da. Da. Claiming wird jetzt gefährlich. Es könnte sein, dass wir geclaimt werden, denn ich singe ein bekanntes Lied. Da. Oh, es geht los. Er hebt ab. Oh, wow. Nice, jawohl. Du hast wirklich alles gefunden? Naja, alles bis auf einen. Also ich den einen E.T. Du hast aber den anderen E.T. gefunden. Also ja. Den lasse ich hier gelten. Okay. Du hast ja auch ein paar Sachen doppelt gefunden. Hier und noch was Star extra. Wars zum Beispiel. Ja. Also ich bin begeistert. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte richtig Spaß. Ja. Das macht Bock. Ich habe auch noch einen Kino Plus Ballon gefunden. Da hinten. Hammer. Ja, es gibt nicht nur Rocket Beans Litfaßsäulen, es gibt auch einen Kino Plus Ballon hier. Claim ich jetzt einfach mal. Ich glaube, die haben da nichts dagegen vom Naturwunderland. Ihr könnt ja auch mal probieren, die Schnitzeljagd nachzuspielen. Ich finde, das ist eine schöne Challenge, die man mal mit hier einbauen kann. Und wie uns Freddy oder Frederik ja gesagt hat, spielen. Spielen ist alles. Es geht immer nur ums Spielen. Ja. Und ich finde, das merkt man hier. Und wenn man hier nochmal ein zusätzliches Spiel mit reinbauen kann, warum nicht? Warum nicht? Das war unser kleiner Ausflug ins Miniaturwunderland. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nie hier wart, geht mal hierher. Das ist auf jeden Fall ein Besuch, der sich lohnt. Ja. Und falls ihr schon mal hier wart, kommt gerne wieder vorbei. Es wird gerade laut. Ich glaube, unser Flieger kommt jetzt. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.